Lieber Herr Dr. Heigl, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Vortrag in der Diesterweg-Simon-Vortragsreihe der Polytechnischen Gesellschaft. Ich richte ein ganz besonders herzliches Willkommen an Fritz Schraub, den geschäftsführenden Gesellschafter der Deutschen Werkstätten Hellerau, unserem Redner heute Abend. Und ich möchte es nicht versäumen, mich wieder bei Herrn Wagner K., dem Direktor des Museums Angewandte Kunst, zu bedanken, dass wir in seinem wunderbaren Museum heute Abend wieder zu Gast sein dürfen. Der Vortrag heute gilt den Deutschen Werkstätten, einem Unternehmen, das als weltweit eines der führenden im Innenausbau gilt. Das wäre aber noch nicht unbedingt ein Grund für einen Vortrag hier in dieser Reihe. Seinen Sitz hat dieses Unternehmen aber in einem Stadtteil im Norden von Dresden, der Hellerau heißt. Und mit diesem Namen ist ein regelrechter Mythos verbunden. Und dieser Mythos, der wird von drei Einrichtungen getragen. Das sind einmal diese Werkstätten, von denen wir heute Abend hören werden. Das ist eine Wohnsiedlung und das ist ein Festspielhaus. Und alle drei zusammen waren in den Jahren nach 1910, also nach ihrer Entstehungszeit, quasi ein Experimentierfeld der Moderne, was Design, Architektur, aber auch den Tanz anging. Den Ausgang nahm diese Entwicklung 1898, als ein gewisser Karl Schmidt eine Bautischlerei und Möbelfabrik gründete. Der Industrielle begeisterte sich für die Lebensreformbewegung und versuchte, seine Arbeiter kulturell und kunsthandwerklich weiterzubilden. Bald plante er einen Fabrikneubau vor der Stadt in eben jenem Hellerau. Bereits 1910 wurde in den neuerbauten Werkstätten produziert. Und über diese Werkstätten werden wir heute Abend hören. Parallel dazu förderte er die Gründung einer Gartenstadtgesellschaft und einer Baugenossenschaft. Auf diese Weise sollten nahegelegene Werkswohnungen entstehen. Im Sinne einer Durchmischung der Bewohnerstruktur standen sie allerdings jedermann offen. Eine recht fortschrittliche und durchaus moderne Überlegung. Und so wurde in Hellerau die erste deutsche Gartenstadt geplant. Ihr Vorbild hatte sie in Letchworth bei London, der ersten Gartenstadt überhaupt, die seit 1903 errichtet worden war. Der Gesamtplan für Hellerau stammte von Richard Riemerschmidt, den eine Bau- und Kunstkommission beriet. Neben dem Bau der Werkstätten plante Riemerschmidt also eine Wohnsiedlung mit Kleinstwohnhäusern für die Arbeiter, geräumigen Landhäusern, Markt, Geschäften, Wasch- und Badehaus, Praxen, ledigen Wohnheim, Schul- und Schülerwohnheim. Außer Riemerschmidt gehörten Heinrich Tessenow, Hermann Muthesius, Theodor Fischer und Fritz Schumacher zu den renommierten Architekten, von denen in Hellerau ganze Straßenzüge oder zumindest Häuserreihen realisiert wurden. Die meisten Gartenstädte entwickelten sich erfolgreich. Sie gaben allerdings nicht wirklich eine Lösung für das enorme Wachstum der Städte des frühen 20. Jahrhunderts. Dennoch vermag die Gartenstadt Hellerau mit ihren grundlegenden Überlegungen zur Stadtplanung, Wohnungsbau und vor allem Bodenpolitik noch heute zu inspirieren. Und man wünscht sich bei manch einer modernen Quartiersentwicklung, dass genauso viel nachgedacht würde. Als drittes Element in diesem Mikrokosmos Hellerau bleibt noch das Festspielhaus zu erwähnen, 1910 errichtet nach einem Entwurf von Heinrich Tessenow. Tessenow hatte 1909 das vielbeachtete Buch über den Wohnhausbau geschrieben und sich damit unter anderem für eine Berufung nach Hellerau empfohlen. Er plant also einen Schulbau mit großem Festsaal, Übungssälen und kleineren Häusern. Der gebaute Anspruch von Hellerau als Ganzes ist also eine Einheit von Wohnen und Arbeit, Kultur und Bildung. Wirtschaft und Kultur gehören demnach in Hellerau ganz eng zusammen. Und das ist der Grund, warum es uns wichtig ist, heute diesen Vortrag in unserem Museum zu veranstalten. Wirtschaft und Kultur profitieren voneinander und beide bringen unsere Gesellschaft voran. Kultur hilft, Werte zu entdecken und zu schätzen.
die über einen rein ökonomischen Wert hinausgehen. Der Kunstgewerbeverein und mit ihm die Polytechnische Gesellschaft freuen sich mit dem heutigen Abend überdies die aktuelle Kulturdebatte in Frankfurt zu befördern. Denn das kreative Zusammenwirken von Wirtschaft und Kultur wird auch umso wichtiger werden, je knapper die öffentlichen Kassen ausgestattet sind. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch einige biografische Anmerkungen zu unserem heutigen Redner. Fritz Straub wurde 1943 in Saarbrücken geboren. Nach dem Abitur und einer Lehre beginnt er als Industriekaufmann bei der Höchst AG. Bis 1988 nimmt er dort verschiedene Aufgaben im Konzern wahr. Unter anderem verbringt er 10 Jahre im Ausland, in Thailand, Pakistan und Spanien. Zuletzt ist er als Geschäftsführer für internationales Marketing und Vertrieb verantwortlich. Von 1988 bis 1991 bekleidet er das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Madaus AG in Köln. Und seit 1992 leitet er als geschäftsführender Gesellschafter die Deutsche Werkstätten Hellerau. Herr Straub, wir freuen uns außerordentlich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Liebe Gäste, liebe Freunde, ich sage Ihnen zuerst einmal, was Sie nicht von mir erwarten können heute Abend. Sie werden keinen Vortrag halten in Form einer Roadshow. Das wird Sie nicht interessieren, deshalb sind Sie nicht hier. Sie kriegen auch keine PowerPoint-Vorstellung mit irgendwelchen Kernsätzen. Und Sie haben auch keine Akquisitionsveranstaltung zu erwarten, denn ich nehme nicht an, dass Sie nachher kommen und eine Yacht bei uns bestellen. Obwohl, das haben wir heute in anderem Zusammenhang besprochen, wir haben auch ein Handelsgeschäft, das heißt, Sie können bei uns auch einen einzelnen Stuhl kaufen. Aber dazu vielleicht etwas später. Was erwarten Sie denn? Ich werde Ihnen heute Abend in 3 Blöcken diese deutschen Werkstätten vorstellen. In dem ersten Block die Geschichte dieses tollen Unternehmens am Anfang des modernen Designs in Europa und in Deutschland. Ein gewaltiges Unternehmen, was damals sich einen Namen schuf und für den intellektuellen Mittelstand der Einrichter überhaupt war, bis zum Zweiten Weltkrieg. Dann kommt eine etwas dunklere Geschichte in der DDR-Zeit, großes Möbelkombinat. Und dann kommt meine Zeit 1992, als ich mit ein paar Freunden diesen Wahnsinn begann und dieses Unternehmen von der Treuhand erwarb. Das wird auch mein Schwerpunkt sein, denn ich möchte Ihnen darstellen, wie ein Unternehmen in Ostdeutschland, das im Grunde genommen keine Voraussetzungen hatte, um zu überleben, wie es das geschafft hat. Und wir werden auch heute mit viel Sympathie in Sachsen und in Ostdeutschland immer wieder erwähnt als ein Unternehmen, was aus der Tradition heraus auch diesen schweren Weg geschaffen hat und heute wieder etwas in der Welt, in unserer eigenen kleinen Nische etwas bedeutet. Aber was das für ein Kampf war, das kann ich Ihnen vielleicht etwas vermitteln. Aber ich fange mit etwas anderem an. Ich fange an mit unserem Ort. Frau Schläfer begleitet mich auf dem... Also, Frau Schläfer begleitet mich auf dem Beamer heute. Einige von Ihnen waren ja kürzlich in Dresden und haben uns auch in Hellerau besucht. Und ich nehme auch an, das war einer der Anlässe, warum Sie mich eingeladen, hierher zu kommen, weil Sie von diesem Ort, wie Sie mir gesagt haben, so begeistert waren. Auch dieser Ort hat mich begeistert und ist der Grund dafür, warum ich 22 Jahre meines wertvollen Lebens dort verbringe. Sie sehen Dresden und Sie sehen im Norden von Dresden Hellerau. Ich behaupte mittlerweile, dass unser Firmengründer die Weitsicht hatte und diesen Ort und diese Firma nah an den Flughafen und nah an die Autobahn gebaut hatte. Wir haben also ein sehr, sehr gutes Verkehrsnetz. Also wenn Sie in Dresden landen auf dem Flughafen, dann kommen Sie in Hellerau durch ein Waldgebiet vorbei
Und wenn Sie dann kurz einschwenken, sehen Sie diesen wunderbaren und bedeutenden Ort. Aber ich lese Ihnen hierzu etwas vor. Der Grundstein von Hellerau, einer Siedlung von etwa 800 Gebäuden auf einer Fläche von 140 Hektar, wurde 1909 von Carl Schmitt gelegt. Innerhalb von 5 Jahren entstand, hier sind einige Architekten hier, in 5 Jahren haben die Kerle es geschafft, zu planen und zu bauen für 1500 Menschen eine Stadt. In 5 Jahren. Ich will nicht über Flughafen sprechen, ich möchte nicht über die Elbphilharmonie sprechen, aber das ist einer der Gründe, warum ich fasziniert war von diesem Ort und von ihren Gründern. Innerhalb von 5 Jahren entstand ein Ort, dessen innovative, lebensreformerische und ästhetisch avantgardistische Ausführung Architektur und Theatergeschichte schrieb. Zu der Komposition der geschlossenen Anlage trugen vor allem die Architekten, die eben schon erwähnt haben, bei, aber auch die Theaterarchitekten und Bühnenbildner Adolf Appia und Alexander von Salzmann. Das Konzept Hellerau als sozialkritische Utopie, als ein neues Lebensmodell für ein anbrechendes Zeitalter, aber auch als ein Synonym für modernen Ausdruckstanz, der hier erstmalig in einer nie zuvor erschaffenen Theaterarchitektur dargeboten werden konnte, machten Hellerau für einen kurzen, aber sehr intensiven Zeitraum zum Zentrum der europäischen Avantgarde. Durch den Anbruch des Ersten Weltkriegs 1914, und über diese Zeit sprechen wir jetzt ja sehr intensiv, wurde dem Innovationspotenzial Hellerau ein abruptes Ende gesetzt. Als Laboratorium einer neuen Menschheit bezeichnete der französische Schriftsteller und Diplomat Paul Claudel das junge Hellerau nach einem Besuch im Jahr 1912. Die vom englischen Gartenstadtmodell inspirierte Siedlung propagierte den Anbruch eines neuen Zeitalters, eines neuen Kulturbegriffs und eines neuen Stils der angewandten und darstellenden Kunst. Auf Basis der 3 Kernaspekte der Lebensreformbewegung, Gemeineigentum des Bodens, Reformpädagogik und Kritik an der religiösen Ordnung, wurde zwischen 1909 und 1914 die Siedlung Hellerau erbaut, deren Formensprache einen ersten Aufbruch in den Funktionalismus und die neue Sachlichkeit der Moderne beschreibt und deren Tempel der Kunst, das Festspielhaus, das Festspielhaus Internationale Theatergeschichte als erster bühnenloser, offener Theaterbau der Moderne schreiben sollte. Hellerau verkörpert Innovation, Provokation und Selbstreflexion eines Experiments des frühen 20. Jahrhunderts und wurde vor allem durch seine Verwirklichung einer neuen Theater- und Wohnarchitektur Pilgerzentrum der künstlerischen Avantgarde Europas. Dies ist ein Ausschnitt aus einem Antrag, den wir in einem Verein, neu gegründeten Verein, gestellt haben, an den Freistaat Sachsen, diesen Ort zum Weltkulturerbe ernennen zu lassen. Es gab eine Kommission, es waren Deutschland und die Bundesländer waren aufgerufen, ihre Vorschläge zu machen an die Bundesregierung. Sachsen hat diesen Vorschlag auf Nummer 1 ihrer Vorschläge gesetzt. Wir sind jetzt in dem Prozess, dass die Kultusministerkonferenz der Länder die Ländervorschläge durchsieht und dann werden wir mit Sicherheit in dem Prozess dann weitergehen und ich hoffe, dass ich es noch erlebe, dass Hellerau Weltkulturerbe wird. Im Übrigen, die Sie klatschen, es gibt hier Unterschriften, es gibt einmal Unterschriften, wir brauchen Sponsoren, wir sind ein Verein und es gibt Unterlagen, wie Sie Mitglied in diesem Verein werden können. Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. So, jetzt kommt aber etwas, komme ich zu den deutschen Werkstätten. Achso, jetzt hören Sie wieder auf. Ja, ja. Ich werde Ihnen sehr viele Bilder zeigen, weil ich glaube, dass es schöner ist, wenn Sie uns erleben mit den Arbeiten, die wir machen. Und ich werde Ihnen einen Vortrag halten, der sich mehr aus Anekdoten zusammensetzt oder, wie man im Ruhrgebiet sagt, Dönekes. Es kann dann sein, dass ich mal ein bisschen ins Schwärmen und Erzählen komme, aber ich werde dann immer darauf aufmerksam gemacht, wenn ich nicht in der Zeit bleibe. Das sind die deutschen Werkstätten heute. Wir sind auf der anderen Seite mittlerweile des Moritzburger Wegs. Wir haben dort mit Thomas Herzog
ein neues Gebäude, 10.000 Quadratmeter gebaut und arbeiten dort mit etwa 220 oder wenn wir das Ausland mittlerweile dazu nehmen, 250 Mitarbeiter und machen, das werden Sie gleich sehen, tolle Sachen. Auf der anderen Seite ist die ursprüngliche Fabrik, die von Riemerschmidt 1909 gebaut wurde, die heute allerdings ein Industriepark ist, aber Sie werden sehen, dass wir wunderbar mit dem neuen Gebäude, mit unserer alten Geschichte korrespondieren und sprechen und kommunizieren. Also jetzt muss ich weitermachen. Ne? Ja. Nee, das war das nicht. So, jetzt zu der Historie. 1898 kommt ein Schreinermeister etwa 25 Jahre von seinen Wanderjahren zurück nach Dresden und eröffnet dort eine Möbelschreinerei. Er macht einen Aufruf an die Künstler und Architekten Dresdens und fordert sie auf, künstlerische Entwürfe zu machen, die er als Schreiner bereit ist zu bauen. Und er ist dann bereit, auch mit diesen künstlerischen Entwürfen und Entwerfern zusammenzuarbeiten und sie auch bei den Verkäufen zu nennen. Carl Schmitt hat sich sehr schnell als eine meines Erachtens große Unternehmerpersönlichkeit herausgestellt, der drei Dinge eingeleitet hat in Deutschland. Einmal gehörte er zu einer Gruppe von jungen Menschen, die damals sich Gedanken gemacht hat, wie Deutschland, das neue Deutschland 1870, 71 zur Nation geworden, wie Deutschland sich auf dem Weltmarkt behaupten könnte. Er gehörte zu einer Gruppe und einem Freundeskreis von Friedrich Naumann, der ja der Gründer, wenn Sie so wollen, der nationalliberalen Partei war, ein Universalgelehrter. Und in diesem Freundeskreis gab es auch sehr viele Architekten. Und dieser Freundeskreis hat sich eben Gedanken gemacht, wie können die Deutschen auf dem Weltmarkt wahrgenommen werden gegen die Dominanz der Engländer. Und da ging es in Richtung gute Produkte, Qualität und auch eine eigene Formensprache. Also Carl Schmitt war von allem Anfang davon beseelt, dass er nicht den Historismus, den üblichen Stil der damaligen Zeit kopiert, sondern er wollte einen eigenen deutschen Stil haben. Das war eine Entwicklung, die wichtig war. Das zweite, er war zwar Tischlermeister und Handwerker, aber er hatte schon ein Gefühl für die Chancen der Maschine. Während damals in der Welt die Maschine, die Industrialisierung mit der Arts- und Crafts-Bewegung kämpfte, die Engländer haben also die Gegenbewegung, die Arts- und Crafts-Bewegung mit Morris angeführt, die sagte, es kann ein gutes Produkt nur von Menschenhand gemacht werden, aber nicht von der Maschine. Schmitt hat einfach gesagt, die Maschine sehe ich wie ein Werkzeug. Ich füttere die Maschine, ich stelle die Maschine ein und deshalb kann ich auch ein gutes Produkt mit der Maschine machen. Also das Zweite, was er eingeleitet hat, die Versöhnung der Maschine mit dem Handwerk. Und das Dritte, er war immer einer, der sich von Architekten und von ganzheitlichen Ansagen leiten ließ. Also die deutschen Werkstätten waren nie in ihrer Geschichte ein Möbelunternehmen. Sie waren immer ein Einrichtungsunternehmen und sie haben in ihrer Zeit immer komplette Räume gebaut, konzipiert und gebaut und aufgestellt. Das ging dann so weit, dass sie in den 20er, 30er Jahren auch mit als zweite Firma in der Welt Fertighäuser gemacht haben und die waren auch immer wieder voll möbliert. Also das war Carl Schmitt, dieser junge Schreinermeister von 25 Jahren, der also so anfing. Am Anfang haben wir in unseren Archiven, die übrigens heute Teil des Staatsarchivs sind, immer noch in unserem Besitz, aber laut der Archivleitung, die mir das gesagt haben, haben wir mit das interessanteste, kompletteste Industriearchiv in Deutschland. Und wir haben solche Entwürfe und Fotos, das waren die frühen Arbeiten, die noch im Sinne des Jugendstils waren. Wunderschöne Sachen. Und da zeige ich Ihnen die Revolution, die die deutschen Werkstätten eingeleitet haben. Das war der Salon des Adligen oder des Großbürgers. Und die deutschen Werkstätten haben dafür gesorgt, dass dieser Salon ein paar Jahre später so aussah. Das ist die Revolution im Design der deutschen Werkstätten am Anfang des letzten Jahrhunderts. Und hier ist das Möbel oder die Einrichtung, die letzten Endes dazu geführt hat. Er war ein früher Freund von Richard Riemerschmidt, der ein Münchner Architekt und Künstler war, den er begeistert hat, für ihn zu arbeiten. Und die beiden haben zusammen
das erste Maschinenmöbel oder Dresdner Hausgerät konzipiert, was dann 1906 auf den Markt kam und was die Revolution und den Erfolg von den deutschen Werkstätten eingeleitet hat. Und was Sie hier sehen, ist ein Möbel, was schon funktional ist, wenn Sie das mit historisierenden Möbel- und Einrichtungsgegenständen ansehen. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, ich sitze immer am Tisch mit den beiden und höre dann Karl Schmidt, der dem Riemer Schmidt, der ja ein Jugendstilarchitekt war, der also unbedingt seine Ornamente da loswerden wollte, der dem sagte, mach es einfach und mach es bitte so, dass es eine Teilefertigung ist, die ich auf der Maschine bauen kann. Und dann der Riemer Schmidt, der dann gemault hat, das wird aber zu langweilig, dem hat er dann gesagt, gut, dann machen wir die Beschläge außen drauf und da hast du deinen Schmuck. Und das war eben das Besondere der deutschen Werkstätten im Vergleich zum Bauhaus, was ja nun 20 Jahre später war, dass sie schon etwas Gefühl für den Massengeschmack hatten. Also sie haben eben nicht radikal gearbeitet, sondern sie haben eben doch Kompromisse gemacht, sodass also die Menschen der damaligen Zeit sich auch in diesen Gegenständen wiederfanden. Ich kriege das nicht hin, Frau Schneider. So, das ist in den 20er Jahren eben aus derselben Denke heraus, wir machen Räume und in den Räumen schaffen wir nicht nur die Möbel, sondern die ganzen Accessoires. Wenn Sie in das Kunstgewerbemuseum nach Dresden, nach Pillnitz kommen, sehen Sie Räume von Riemer Schmidt und dort sind die Teppiche, das Porzellan, alles für diesen Raum entworfen und von den deutschen Werkstätten hergestellt. Ja, und hier... ich springe in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Es war eben nicht nur ein Unternehmen, was Einrichtungen gemacht hat, sondern immer ein innovatives Unternehmen. Die Tischlerplatte wurde erfunden. Es wurden viele Experimente mit Furnierarbeiten gemacht und sie waren auch Teile in einer frühen Industrialisierung. Also das sehen Sie den DKW. Dieser DKW ist damals von den deutschen Werkstätten gebaut worden. Sie sehen, dass sie schon damals im Schiffbau waren. Das ist ein Salon von einem Schiff. Sie haben die Räume im Zeppelin ausgebaut. Und nochmal einen Sprung, jetzt kommt die DDR-Zeit. Sie haben auch im Krieg die V2 gebaut. Also auch da war es immer ein sehr innovatives Unternehmen. Also bis zum Zweiten Weltkrieg waren die deutschen Werkstätten der Einrichter des intellektuellen Mittelstands. Mit Einrichtungshäusern in allen großen deutschen, in allen großen Städten in Deutschland. Auch in Frankfurt, Sie erinnern sich da oben, unten gegenüber vom Frankfurter Hof gab es die deutschen Werkstätten, die dann allerdings nach dem Krieg alleine gestanden haben und nichts mehr mit dem Hauptwerk in Dresden zu tun hatten. In der DDR-Zeit, 20 Jahre lang bis Ende der 60er Jahre, in der alten Tradition hervorragende Einrichtungen gebaut, teilweise mit Architekten, die aus der Bauhausschule kamen, wie hier Paul Ehrlich. Und dann sehen Sie etwas, was für die DDR-Zeit dann auf einmal normal wurde. Es war eine geplante Gesellschaft, eine geplante Wirtschaft. Die Ideen sind frappierend. Man konnte einfach feststellen, wie viel unterschiedliche Familien haben wir. Wir haben die kleine Familie, die mittlere Familie, die größere Familie. Wenn wir das so planen können, dann wissen wir, wie viele wir etwa da brauchen. Dann können wir die Häuser darauf hinstellen, die Wohnungen festlegen. Und die gab es ganz festgelegte Wohnungstypen. Und wenn wir diese Wohnungstypen hatten, wussten wir auch, welche Häuser wir bauen können und haben dann die Häuser oder die Plattenbauen demnach gebaut. Und dann kam Ulbricht, der gesagt hat, und nun nehmen wir das beste Einrichtungs- und Möbelunternehmen der DDR und die machen das Möbelprogramm des DDR-Bürgers. Und das waren die deutschen Werkstätten mit einer Anbauwand, die in der damaligen Zeit 70, 71 hervorragend war und jeden Vergleich mit einer Interlübke-Wand besteht. Aber es war dann nachher wie alles in der DDR, die nächsten 20, 25 Jahren wurde dieses Programm nie entscheidend verändert, sondern es wurde einfach immer nur verschlimmbessert. Und als ich 1992 zum ersten Mal diese Möbel sah, war mir klar, mit den Möbeln, nicht mit denen, sondern die es damals gab, das sogenannte MDW-Programm, war mir klar, dass die deutschen Werkstätten keine Chance haben, in einem gesamtdeutschen Markt in der Einrichtung zu überleben. Ja, so sah es aus, 1992. Ich war bei Madaus ausgeschieden,
wird es ein bisschen privat, bei Madaus ausgeschieden und ich hatte eigentlich die Nase voll für entweder Vorstände zu arbeiten oder für Eigentümer zu arbeiten, die mir sagten, sie haben recht mit ihren Einschätzungen, aber ich habe das Geld. Das war der Grund, warum ich damals Madaus verließ und ich hatte die feste Absicht, nicht mehr in ein Industrieunternehmen einzutreten, wollte was auf eigene Faust machen. Das war natürlich als Pharmamann relativ schwierig, aber so war dann damals noch die Euphorie der Wiedervereinigung. Man rief, es waren viele Kollegen, die in der Treuhand delegiert waren, die riefen und sagen, kommt hier rüber, wir brauchen westdeutsches Management, insbesondere Marketing- und Vertriebsleute, kommt her, seht euch an, ihr könnt dann Firmen erwerben. Und ich bin dann hingegangen, natürlich zuerst in der Vorstellung, dass ich Pharmaunternehmen erwerben könnte. Die waren alle schon unter die großen Firmen verteilt. Und die Treuhandleute sagten mir dann, warum, Sie sind Marketing- und Vertriebsmann, Sie können da auch was anderes machen, Sie müssen doch nicht unbedingt Pharma machen. Und jetzt kommt eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich habe mir dann etwa ein halbes Jahr Zeit genommen und bin durch die ehemalige DDR gereist und habe alle möglichen Firmen besucht. Und irgendwann kam ich immer wieder zurück in die Treuhand nach Berlin, legte denen die Mappen dann hin, die man mir übergeben hatte und sah im Grunde genommen zu 90% Firmen, die keine Überlebenschance haben, mit Mitarbeitern, die vor dem Berg dann standen und hofften, da kommt irgendein Wessi, der die Firma weiterführt, damit die Arbeitsplätze gerettet werden können. Also eine sehr spannende, aber sehr deprimierende Zeit. Und dann traf ich jemanden in Berlin, der sagte mir, Herr Straub, wenn ich Ihren Lebenslauf höre, ich könnte mir vorstellen, ich habe was ganz Tolles für Sie. Gehen Sie mal das nächste Mal in Dresden vorbei, besuchen Sie die deutschen Werkstätten. Und auch wenn es so allmählich in Legendenbildung geht, so war es. Ich habe zu denen gesagt, sind das Behindertenwerkstätten? Denn Sie werden verstehen, dass der Name ja heute etwas ungebräuchlich ist. Und der zuckte zusammen und sagte, um Gottes Willen, kennen Sie Bauhaus, das ist sowas Ähnliches. Also ich bin dann damals mit einem Freund auf unserer Tour durch die ehemalige DDR dann nach Dresden gekommen. Wir sind dann in den Norden von Dresden gefahren und kamen dann in diesen Innenhof, der zwar so aussah, der aber den Charme der Toskana hatte. Also wir Deutschen sind ja immer nur dann zufrieden, wenn alles wie geleckt und neu aussieht. Wir reisen nach Italien, sehen uns die Trümmer an und fallen in Ohnmacht. Und so war das hier auch. Also man spürte an diesem Ort, da muss was Besonderes gewesen sein, denn so eine tolle Architektur baut keiner hin, der in irgendeiner Form nur eine Fabrik bauen will. Und dann zu meiner Zeit, also als wir 92 hinkamen, waren auf diesem Gelände und dieser Fabrik nur etwa 300 Mitarbeiter beschäftigt, von ursprünglich mal 1200, also es gab schon viele Sozialpläne. Und die 300 liefen da über den Hof mit ziemlich gesenktem Kopf und wussten, dass sie im Grunde genommen keine Chance hatten, den Arbeitsplatz zu erhalten. Ich sah die Möbel, ich sah dieses MDW-Programm und konnte als Laie auch schon sagen, dass da kein Know-how mehr da ist. Und wir gingen schon im Grunde genommen recht traurig wieder von dannen und dachten, dann wird dieses wunderschöne Werk vor die Hunde gehen. Und dann sahen wir im oberen Stockwerk, dann gingen wir nochmal durch, auf einmal 70 Schreiner, Tischler an Hobelbänken arbeiten. Und was machen die denn da? Ja, das ist unsere Abteilung Sonderfertigung. Ja, was machen die denn? Naja, die haben so Semperoper, Leipziger Gewandhaus, ZK-Gebäude, die ganzen Regierungsgebäude, die Gebäude in Wandlitz haben die alle ausgebaut. Ja, und was können die? Na, das sind die besten Tischler. Und dann kam mit diesem Sog, der aus dem Pflaster da kam, der Geist von Hellerau, der einen unbedingt festhalten wollte, da kam dann so etwas, Mensch, da müssen wir uns doch vielleicht mal Gedanken machen. Wir haben ein Sanierungskonzept an die Treuhand weitergegeben, das haben wir so flott runtergeschrieben, das haben wir ja alle so höchst gelernt, wie man so eine Studie einfach aus dem Ärmel schüttelt. Und zu meiner großen Überraschung hat der Treuhandmitarbeiter nach 14 Tagen angerufen, hat gesagt, das ist interessant, das ist etwas ganz Neues. Wir hatten nämlich gesagt, vergesst die Möbel, es hat keinen Sinn, mit diesem Unternehmen Möbel zu bauen, aber wir stellen das Werk auf den Kopf und versuchen über diesen Innenausbau, versuchen wir das Unternehmen zu stabilisieren und vielleicht weiter auszubauen. Also im Grunde genommen wackelte da der Schwanz mit dem Hund. Und nochmal 14 Tage später rief er an, wir akzeptieren Ihre Bedingungen, kommen Sie, unterschreiben Sie die Verträge.
Und das ist auch wieder so eine kleine Anekdote. Dann saßen wir am Tisch und haben dann gesagt, oh Gott, jetzt haben wir diese Möbelbude an der Backe, was machen wir? Wie kommen wir aus der Geschichte wieder raus? Und dann kam der Sportsgeist und wir haben dann gesagt, okay, wir fangen an und machen es. Und dann kam alles ganz anders, als es in diesem Businessplan aussah. Und das möchte ich Ihnen auch nochmal, ne, so sah das aus. Und die Damen und Herren, die vor kurzem da waren, die werden ja jetzt auch den Unterschied sehen können. Ja, und dann kam eine sehr, sehr schwere Zeit. Und die schwere Zeit hat im Grunde genommen jedes DDR-Unternehmen in einem vereinten Deutschland mitmachen müssen. Was wir eben festgestellt haben oder was ich auch festgestellt habe, obwohl ich im Ausland war und natürlich auch mit fremden Kulturen umgehen konnte, die Planwirtschaft hat die Menschen in ihrem Verhalten über 30, 40 Jahre so geprägt, dass alle Faktoren, alle wichtigen Elemente, die in unserer Wirtschaft eine Rolle spielen, auf dem Kopf standen. Also sie hatten sich nicht an Kunden zu orientieren, Kosten spielten keine Rolle, Termine spielten keine Rolle, Materialien spielten keine Rolle, weil sie nie die Materialien zu dem Termin zur Verfügung hatten, um etwas pünktlich oder mit großer Qualität fertig zu machen. Und wir sind in einen Markt reingegangen, in dem ich dann bei den ersten Besuchen von Architekten eben behaupte, wir sind die deutschen Werkstätten, Sie werden die sicherlich noch kennen. Und dann sagte der eine oder andere Architekt, ja, aus der Architekturgeschichte, was wollen Sie denn? Naja, ich habe die Firma übernommen und was wollen Sie? Das erinnere ich mich sehr gut, als Kulker mir das damals sagte. Naja, wir wollen vielleicht bei Ihnen im Landtag den Innenausbau mitmachen. Herr Straub, ich habe Erfahrungen mit ostdeutschen Firmen und das reicht mir. Sie werden in meinem Gebäude keine Arbeit machen. Das war ein großer Schock, der uns damals klar machte, dass wir einen schweren Weg vor uns haben. Das zweite war, wir hatten gedacht, wir werden zunächst einmal in Ostdeutschland uns sanieren können, weil wir dort bekannt sind und die Architekten auch die deutschen Werkstätten kennen. Es gab keinen ostdeutschen Architekten, der ein Gebäude von irgendeiner substanziellen Größe gemacht hat. Es waren nur westdeutsche Architekten und die westdeutschen Architekten brachten ihre Leute mit. Also die schwierige Zeit war, unseren Menschen klarzumachen, dass alle Regeln, die sie in der Vergangenheit gekannt haben, alle Verhaltensweisen sich verändern müssen. Und die Schwierigkeit war im Übrigen auch, dass wir der Welt oder Deutschland und den deutschen Architekten beweisen müssen, dass wir Qualität machen können. Und das war die ersten 5 Jahre, die wir als Hypothek durchzustehen hatten, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Wir haben in dieser Zeit dann aber trotzdem sehr viel für öffentliche Bauvorhaben gearbeitet. Wir haben den Landtag hier in Dresden mit Kulker gemacht, der zu Recht einen deutschen Architekturpreis bekommen hat. Und das war ein ganz wichtiges Referenzobjekt für uns, denn mit diesem Objekt konnte ich dann zu den Architekten, die ich damals besuchte, gehen. Und ich brauchte nicht nur Semperoper und Leipziger Wandhals zu sagen, als die dann sowieso ein bisschen die Nase rümpfen, das ist Architektur, die machen wir nicht mehr, Herr Straub, glauben Sie denn, wir nageln immer noch in unsere Architektur die Wände mit Holz voll, das müssen Sie andere Dinge lernen, Sie müssen mit anderen Materialien umgehen lernen, wenn Sie Innenausbau wollen. Hier war auf einmal der Beweis geliefert, wir können für moderne Architekten bauen und wir können auch gute Innenarchitektur machen. Wir haben dann als Berlin dann als Hauptstadt gekürt wurde, haben wir uns sehr auf diesen Markt geworfen und haben dann richtige, schöne, große Projekte gemacht. Wir haben das Arbeits- und Sozialministerium ausgebaut mit Kleihus und wir haben mit Kollhoff das Außenministerium ausgebaut. Und ich muss hier immer darauf hinweisen, das ist eine optische Täuschung. Diese Türen sind etwa 3 Meter hoch. Das heißt, es ist ein Riesensaal. Das ist eben der größte Konferenzsaal für die Bundesregierung. Und dieses Gebäude hatte dann noch zusätzlich einen Charme. Es war die Reichsbank in den 30er Jahren. Der Innenausbau wurde von den deutschen Werkstätten damals geleistet. Dann wurde das Gebäude zerstört, wieder aufgebaut, Sitz des Zentralkomitees
Innenausbau deutsche Werkstätten und jetzt als Kollhoff dieses Gebäude wieder sanierte und zum Außenministerium machte, waren wir wieder dabei. Also Sie werden sehen, es stört uns nicht, welche Regierung am Ruder ist. Wir machen halt weiter. Dann kommt ein besonders schönes Gebäude und eine wunderbare Zusammenarbeit mit einem Architekten, der hier im Raum ist, Wandelhöfer-Lorch. Das ist die Synagoge in Dresden, die ein tolles Gebäude ist in diesem ganzen Ensemble, in dem Barockensemble und historischen Ensemble in Dresden. Und diese Synagoge hat einen Innenbereich, der losgelöst ist von der Architektur. Und wir haben damals sehr, sehr eng zusammengearbeitet und haben dieses wunderschöne Gebäude mit diesen wunderschönen Holzarbeiten dann gefüllt. Da bin ich heute noch dankbar, dass wir damals dabei sein konnten. Und dann kamen so die ersten Kunden, die wir aus dem Bereich privat für uns erobert haben. Vielleicht darf ich da noch mal einen kleinen Einschub machen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, die Architekten, die wir am Anfang besucht haben, hatten kein Interesse für uns, mit uns zu arbeiten. Wir hatten auch nicht das Qualitätsniveau, wir hatten nicht das Verständnis für die Kosten. Wir hatten keine Menschen, die mit Kunden umgehen konnten. Also das mussten wir in den ersten 5 Jahren lernen, um überhaupt eine Chance zu haben, zu überleben. Ich erinnere mich, und je besser wir wurden und je mehr wir auf Präzision Wert gelegt haben und das auch wollten, also wir waren immer getrieben, besser zu werden als die Konkurrenz, desto teurer wurden wir. Und irgendwann nach den ersten 5, 6 Jahren war klar, dass wir die ersten Kundengruppe, die wir erobert hatten, nämlich der öffentliche Bereich, immer mit Zusammenarbeit von Architekten und Empfehlungen von Architekten, meistens Ausschreibungen, die nicht öffentlich waren, aber beschränkt waren, mussten wir klar erkennen, dass wir mit unserer Qualität immer mehr uns rausgepreist haben aus dem Markt. Also wir haben dann eine Jagd angefangen und das gilt auch bis heute, dass wir, je besser wir wurden, umso mehr haben wir die Kunden verloren, die wir vorher erobert hatten. Und es gibt ein wunderschönes Bild, was also unsere Geschichte der letzten 20 Jahre hervorragend abbildet. Es gab einen Bundestagsabgeordneten in Dresden, der mir mal sagte, als ich ihm so die Geschichten erzählt hatte, und er hat die auch immer wieder begleitet, sagte: Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Sie kommen mir vor wie einer, der eine morsche Leiter hochgeht und hinter Ihnen brechen immer die letzten Sprossen weg. Stimmt, ja, das stimmt. Ja, aber ich ergänze nochmal das Bild. Ich weiß, die nächste Sprosse ist auch morsch. Ja, das kann sein. Und ich ergänze es nochmal, aber wenn ich auf der nächsten morschen Sprosse bin, habe ich einen neuen Horizont und sehe Dinge, die ich unten drunter nicht gesehen habe. Und das ist so etwas die Geschichte, wie wir uns die letzten 20 Jahre über Wasser gehalten haben und eigentlich immer im Rennen nach vorne in der Vorwärtsverteidigung besser geworden sind. Hier, das war Kollhoff. Mit Kollhoff haben wir sehr viel gemacht, weil Kollhoff begeistert war von unserer Handwerksarbeit. Aber das waren nicht die Werkstätten, die hätten überleben können mit ihren Holzarbeiten. Uns war klar geworden, dass wir in der modernen Architektur, um im Innenausbau zu überleben, auch die anderen Materialien kennenlernen mussten. Also neben dem Holz, Marmor, also Stein, Metall, Glas und Kunststoff. Und damit wurde dieses Unternehmen, was am Anfang seiner Zeit, also 1992, einen technischen Zeichner hatte und ansonsten nur aus Handwerkern bestand, wurde mehr und mehr zu einem Ingenieurunternehmen. Denn es bedeutete, wir mussten die Eigenschaften der unterschiedlichen Materialien kennenlernen und wir mussten die Verbindungen, die dann diese Materialien perfekt brauchten, die mussten wir kennenlernen und damit hat sich das Unternehmen immer mehr in ein Ingenieurunternehmen und ein Handwerksunternehmen entwickelt. Und hier sehen Sie schon nach etwa 7, 8 Jahren, sehen Sie einen dieser Beispiele. Das ist das Innovationszentrum der Telekom. Und da sehen Sie eben, da ist kein Holz mehr drin, da sind viele eine Materialienvielfalt und auch die Einbauten mit sehr viel Technik oder Technologie zu tun. Das waren die Werkstätten etwa 10 Jahren, also etwa ab 2000. Und dann kam eine neue Kundengruppe, also der öffentliche Bereich war uns, wir hatten keine Chance mehr, dort
konkurrenzfähig zu sein. Und deshalb sind wir ausgewichen auf große Konzerne, die Verwaltungsgebäude bauen und in den Verwaltungsgebäuden aber repräsentative Bereiche haben. Also das waren die Vorstandsbereiche, das waren die Konferenzbereiche und die Lobbys. Und hier zeige ich Ihnen mal einige Bilder von Arbeiten, die wir in der Zeit gemacht haben. Also wir haben für Bayer, für Siemens, für Telekom, für Post die ganzen repräsentativen Bereiche in neuen Verwaltungsgebäuden ausgebaut. Das ist E.ON in Düsseldorf. Und Sie sehen, das ist eine ganz andere Firma. Ernst & Young in Düsseldorf. Wir haben in Frankfurt, das wurde ich gebeten, dass ich das nochmal ein bisschen besonders zeige. In Frankfurt haben wir gemacht, das ist White Case in der Bockenheimer, ne? White Case in der Bockenheimer, sehr schöne Holzarbeiten. Wir haben hier das Gemeindezentrum in der evangelisch-reformierten Kirche in der Freie von Steinstraße gemacht. Wir haben das Englische Theater gemacht, damals von der Dresdner Bank, die es damals noch gab und mit der wir eng liiert waren. Dann haben wir im Römer das Büro für die Oberbürgermeisterin gemacht oder das Vorzimmer für die Oberbürgermeisterin gemacht mit Herrn Meckler. Wir haben ein wunderschönes Objekt in der Bockenheimer Landstraße gemacht, die ehemalige AHB. Das war schon ein ganzheitliches Projekt. Dort haben wir also das ganze Gebäude saniert, renoviert. Wir haben die Innenarchitektur gemacht und haben die Ausbauten gemacht. Und das war eine in der damaligen Zeit eine der schönsten Zusammenarbeiten mit dem Vorstand der AHB. Das ist KfW. Das ist, und da sehen Sie schon mittlerweile, was diese Firma mittlerweile bedeutet. Also wir haben mehr und mehr lernen müssen, dass wir auf der einen Seite mit der Vielfalt der Materialien umgehen können, aber wir haben auch mehr und mehr Technik verstanden. Also Technik in solchen, ne, das ist ein riesen Aufsichtsratsraum und in diesem Aufsichtsratsraum ist in den Tischen, die individuell gefertigt sind, ist eine ganze Menge Technik drin und die unsichtbar ist. Frankfurt. Ah ja, und dann haben wir ja eine Lehrwerkstatt und mit der Lehrwerkstatt machen wir auch immer wieder Experimente und wir haben damals mit Herrn Hirsch von Wandel, Höfer, Lorsch und Hirsch, der damals in der Städelschule der Rektor war, haben wir so einige Experimente gemacht und haben den Portikus ausgebaut. Noch eins soll ich erwähnen, dass eines der letzten war dann noch PwC neben der Messe. So, also auch, das hat mich selbst gewundert, dass wir so viel hier gemacht haben, aber das hing wohl damit zusammen, dass ich doch im Frankfurter Raum so ein Stückchen Heimat erlebt habe. Wir haben für die Messer Group den Vorstandsbereich in Bad Soden gemacht. Das ist auch das. Ja, und dann kam ein Riesenexperiment und das ist wieder die morsche Leiter und oben die Sprosse. Das ist also wichtig für die ganze Entwicklung. Irgendwann rief mich von Gerkan an, der hatte mit Siemens einige Bahnhöfe ausgebaut, hatte ein sehr gutes Verhältnis mit dem Dürr, der damals der erste Vorstandschef war der privatisierten Bahn. Und der hat ihm irgendwann mal gesagt, wissen Sie, Herr von Gerkan, ich bin jetzt gerade dabei, mit Siemens den ICE 3 abzuschließen. Der gefällt mir gar nicht, das ist so ein Plastikzug. Sie machen doch gute Architektur, Sie machen auch gutes Design. Machen Sie mir doch mal einen Gegenvorschlag. Und von Gerkan rief mich irgendwann an und sagte, trauen Sie sich zu, einen Zug zu bauen. Ein was? Einen Zug zu bauen. Warum nicht? Um was geht's denn? Fahren Sie nach München, dort steht ein ICE 3 in einer Halle von Siemens, voll aufgebaut 1:1. Und nebendran in einem Raum sehen Sie ein Mockup für einen Waggon. Und gucken Sie sich das bitte an, dann rufen Sie mich mal an. Also ich habe diesen ICE gesehen, der heute ja noch nicht fertig ist, soweit ich weiß. Ne? Ja. Sah dann im nächsten Raum, so sah aus wie ein großer Sarg, Größe eines Waggons. Und der war zugehängt und dann hatte von Gerkan sich diesen einen Mockup bauen lassen für einen Zug, den er als ICE konzipiert hat. Und der sah aus etwa so, sehr viel Holz, Edelstahl, Metallmaschen oben an der Decke, also etwas vollkommen Neues. Und ich rief ihn dann an und da sagte er, ich erzähle Ihnen die Geschichte.
Dürr ist durchgelaufen mit der ganzen Entourage von Siemens und von der Bahn. Und dann hat er gesagt, okay, das ist ja jetzt nochmal der letzte Gang durch den ICE 3, aber ich zeige Ihnen mal was anderes. Kommen Sie doch mal mit. Und dann zeigte er Ihnen den Entwurf von Gerkan, ging da durch und sagte, das wäre ein Zug und das wäre was für das nächste Jahrhundert oder Jahrtausend. Und dann sagten ihm die Bahner und die Siemens-Leute, spinnen Sie? Also sowas, Hochgeschwindigkeitszug, unmöglich. Und von Gerkan stand offenbar wie ein begossener Pudel da, weil der Siemens, weil der Dürr ihn fragte, Herr von Gerkan, können Sie das bauen? Können Sie das garantieren, dass Sie das auch bauen können? Und er stand ein bisschen bedeppert da und hatte keine Antwort und rief mich an, ich weiß nicht warum, wir hatten zwar einige Sachen mit ihm gemacht, aber so tolle Freunde waren wir nicht. Er rief mich an und sagte, trauen Sie sich zu, diesen Zug zu bauen. Jo. Und dann haben wir uns hingesetzt und hatten ein Jahr Zeit mit der Bahn, mit den Siemens-Leuten, diesen Zug durchzuarbeiten. Und am Anfang waren die Kerle wahnsinnig arrogant und setzten sich an den Tisch, so im Grunde genommen, was wollt ihr Kleinen denn? Sie sagten mir, Sie wollen so einen Zug bauen? Ja. Und wie soll der gehen? Warum? Das ist doch Holz. Ja, was haben Sie gegen Holz? Holz brennt. Ach so. Ja, stellen Sie sich vor, wir machen da Vollholz rein oder was? Ja, was machen Sie denn dann? Naja, wir machen mit Sandwichplatten, Aluminium-Sandwichplatten, die wir furnieren. Ja, und dann brennt das nicht? Nee, dann brennt das nicht. Oder nicht so oder nicht anders als Ihr Kunststoff. Und dann sind wir in etwa einem Jahr, haben wir der Bahn bewiesen, dass so ein Zug zu bauen ist. Wir mussten also beweisen, dass wir im Gewicht stimmen, dass die Brandlasten okay sind, dass die Geschwindigkeit stimmt und dass die Kosten stimmen. Und am Ende von einem Jahr hatten wir bewiesen, dass der Zug à la Gerkan genauso teuer sein könnte wie der Zug der ICE 3 von Siemens. Und dann saßen wir vor der Tür hier vom Vorstand in Frankfurt. Dürr hatte seine Sitzung mit dem Vorstand und kam raus und sagte, also meine Herren, es tut mir sehr leid, aber die Verträge, die wir mit Siemens und Atrans schon haben, die sind so wasserdicht, ich müsste eine solche Konventionalstrafe bauen. Ihr wart klasse, den Zug hätte ich geliebt, aber ich kann ihn nicht bauen, tut mir leid. Und wir sind abgehauen, waren ein bisschen traurig und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, was mache ich nur, wenn die sagen, bauen Sie diesen Zug. 53 Züge a 8 Waggons in unserer Klitsche. Also keiner hatte gefragt, sagen Sie mal, erzählen Sie uns mal, wie Sie den bauen können. Also irgendwie mit hängenden Ohren weg, aber irgendwie auch ein bisschen geschmeichelt, dass wir die Chance hatten, das zu bauen. 4 Wochen später rief jemand von der Bahn an und sagt, ihr wart so klasse, der Dürr hat eine andere Idee, der will ein Pilotprojekt machen für einen Business-Reisezug. Und für diesen Business-Reisezug wollen wir zunächst einmal 2 Züge bauen. Und diese 2 Züge sollt ihr bauen in dem Design von Gerkan. Klasse, wir bauen einen Zug. Ne? Wunderbar, also wir haben den Zug angefangen. Die erste Ingenieurleistung, nach einem halben Jahr riefen die Bahner an und sagten, aufhören. Ja, warum aufhören? Der Dürr ist weg. Ja und? Es gibt einen neuen Chef. Ja und? Ja, das ist ein Beamter, der will zuerst alle neuen Projekte sehen, ehe irgendwas los und weitergeht. Ja, wie stellt euch dann das vor? Wie sollen wir denn das machen? Wir haben unsere Leute hier zu bearbeiten. Also Herr Straub, wenn Sie das nicht wollen oder wenn Sie das nicht können, lassen Sie es sein, dann ist alles vorbei. Also wir uns geduckt, 3 Monate gewartet, dann riefen die an, der Ludwig hat gesagt, ihr könnt den Zug weiterbauen. Aber im Termin, ne? Ist klar. Okay, los, weiter. Etwa 9 Monate später riefen die wieder an und sagten, hören Sie auf zu arbeiten. Wir waren mittlerweile in der Fertigung. Warum? Ja, der Ludewig ist weg. Ja, das kann ich, Entschuldigung, was kann ich dafür, dass der Ludewig weg ist? Nee, wir haben einen neuen Chef, den Medorn. Der will zuerst alle neuen Projekte sehen. Okay. Wieder 3 Monate später, Medorn hat gesagt, ja, baut den Zug fertig, aber bitte in der Zeit. Also wir haben den Zug gebaut. Wir konnten keine Nachträge stellen, weil die alle Angst hatten, dass dieses Projekt gekillt wird, weil es im Grunde genommen nur wenige wollten und haben uns gezwungen, die Nachträge zu verschlucken mit dem Argument, ihr habt ja noch eine Option auf 4 weitere Züge, dann verrechnen wir das. Und was dann passiert ist, wir haben den Zug hingestellt, der Zug fuhr etwa 6-7 Jahre als Pilotprojekt zwischen Hamburg und Köln und war geliebt von allen Passagieren,
Aber der Medorn, der ja, ist er hier? Ja, ich würde es aber dann auch sagen. Der Medorn, der ja die Bahn stromlinienförmig machen wollte, der wollte ja keine Bahnprodukt differenzieren, sondern das sollte stromlinienförmig sein. Der hat dieses Ding eine Zeit lang laufen lassen und dann hat er es eingestellt. Und wir standen da und haben gesagt, hey, was ist mit den Nachträgen? Ja, wir haben ja noch die Option. 4 Wochen später, die Option wird nicht wahrgenommen. Ja, was machen wir mit unseren Verlusten? Habt ihr Pech gehabt. Und dann kam die Dresdner Bank, Herr Aigner, Sie sind nicht dran schuld. Dann kam die Dresdner Bank und sagte, ihr seid ja so gut wie pleite, eure Konten sind jetzt gesperrt, ihr werdet jetzt von der Abwicklung betreut. Das waren eine der härtesten Stunden, die wir hatten. Wir hatten immer mal wieder solche Stunden, aber das war eine der härtesten. Und dann kam die Sparkasse und hat uns gerettet und hat gesagt, ihr seid für Dresden so wichtig, wir übernehmen die Bedingungen, die bisher die Dresdner Bank hatte. Und wir haben uns gefragt nach dieser Zeit, warum? Wir waren so stolz auf den Zug, der war sowas von klasse und der wurde so gelobt. Und wir haben da gedacht, mein Gott, wir haben 3 Millionen D-Mark bei der Geschichte verloren, warum sollen wir uns da freuen? Und wie das dann manchmal so ist, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal mitgemacht haben, irgendwann reicht es. Und irgendwann können Sie nicht immer wieder sagen, es ist alles Mist, es ist alles Scheiße. Irgendwann sagen Sie, hey, aber wir haben einen Zug gebaut. Hey, das soll uns mal einer nachmachen. Wir haben einen Zug gebaut, einen tollen Zug gebaut. Und Zug gebaut, wir können jetzt mobile Räume ausbauen. Und dann, ja, mobile Räume, ja, mobile Räume, ja. Mobil, Auto, Flugzeug, Schiff. Aber nicht Schiff, sondern es gibt ja auch tolle Schiffe, also Yachten. Und dann aus dieser Idee, jetzt waren wir auf der morschen Leiter da oben wieder, ne, die nächste Sprosse, und haben auf einmal da drüben Schiffe gesehen. Und dann habe ich mich reingearbeitet zu Lürsen, das war damals schon einer der guten Yachtbauer, und habe dann bei der Geschäftsführung einen Termin bekommen, saß einem sehr unleidlichen Geschäftsführer gegenüber, der sagt, was wollen Sie? Wir sind die Deutschen Werkstätten und Semperoper und Leipziger Gewandhaus. Herr Straub, was wollen Sie denn? Ja, wir machen Innenausbau. Ja, und? Ja, wir machen also ganz feinen Innenausbau, Synagoge und so weiter. Nein, was wollen Sie denn? Ja, ihr baut doch Schiffe, Yachten. Ja, und? Ja, wir könnten uns doch vorstellen, dass Sie als Innenausbau für Sie auf den Yachten. Oh Gott, lieber Herr Straub, also Yachtausbau und das, was Sie machen, ist was vollkommen anderes. Also lassen Sie das mal sein, wir haben unsere Leute, die für uns arbeiten. Es ist okay, tut mir leid. Und hat mich dann so rauskomplimentiert. Ne? Und ich dann so im Rausgehen, aber wir haben einen Zug gebaut. Zuerst habe ich noch gesagt, aber wir haben schon früher Schiffe gebaut. Ne? So hier, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Sagt er, wann denn, was denn? Naja, 1930 oder so, na, das ist ja lange her. Ne? Dann bumm, wieder weiter raus und dann, aber wir haben schon mal einen Zug ausgebaut. Und dann sagt er, was haben Sie? Einen Zug ausgebaut. Was für ein Zug? Naja, also den Metropolitan. Ja, und was ist das? Der Zug, der zwischen Köln und Hamburg fährt? Ja, ja. Ach, in dem bin ich gefahren. Ja, dann ist okay, dann könnt ihr es. Also das war für uns der Sprung in den Yachtbau und den Yachtausbau. Und der war für uns immens wichtig, weil wir heute 40-50% unserer Kapazitäten sowas machen. Also, ja, und ich erzähle Ihnen das so ausführlich, weil Sie so daran sehen können, wie wir uns immer vorgerobbt haben und eigentlich... Ich kann das heute alles als wunderschöne Strategie verkaufen, aber es war meistens eine Antwort auf eine fürchterliche Situation und so haben wir uns dann rausgerettet. Und heute bauen wir solche Dinge aus. Ne? Und die sind in den letzten Jahren von früher mal die großen Yachten 80 Meter bis heute auf 180 Meter mittlerweile. Und das, was Sie hier sehen in den Schiffen, alles, was sichtbar ist, machen wir. Also wir kriegen den rohen Schiffskörper und wir bauen in den rohen Schiffskörper die Struktur rein, also die Räume im Grunde genommen, die Wände, und füllen dann die Wände mit dekorativen Materialien. Und was eben das Besondere ist, es sind individuelle Yachten für eine Familie, für eine Person, die sich das Äußerste leisten können und wollen, was es gibt, und die immer wieder den Nachbarn, der vielleicht auch eine Yacht hat, übertrumpfen wollen. Und wenn ich ehrlich bin, wenn immer wir diese Yachten unsere Angebote machen, vielleicht ist 3/4 von dem, was wir machen müssen, bekannt. Das andere Viertel ist neu. Das heißt, wir entwickeln am laufenden
Objekt entwickeln wir Dinge, die wir noch nie gemacht haben, mit einem relativ hohen Risiko, das immer kleiner wird, weil wir immer erfahrener werden, aber trotzdem ist das ein Rennen um Innovation. Ne? Und wenn Sie dann so sehen, was dann so passiert, das sind noch die kleineren Sachen, ich darf ja nicht sehr viele zeigen, es gibt ganz wenige Yachten, die ich zeigen kann. Also hier zum Beispiel wollte der Eigner, diesen Tisch, das ist in seinem Salon, und dann hat er gesagt, aber ich möchte in dem Salon möchte ich auch tanzen, Party feiern und so weiter, und das stört der Tisch. Ja, kein Problem. Dann fahren wir halt den Tisch hoch, und hier sehen Sie da oben, die Unterseite des Tisches ist halt die Beleuchtung. Das sind aber so die kleineren Sachen. Ne? Und dann, manchmal sind die auch sehr verrückt. Das ist eine Yacht, die von Philipp Stark entworfen ist, auch außen. Und die sieht dann innen so aus. Alles, was Sie sehen, wird von uns gemacht. Hier und da ist mal ein loses Möbel, was zugekauft wird. Aber im Grunde genommen ist das alles von uns gemacht. 6 Stockwerke, Treppenhaus mit Lift. Was Sie an den Wänden sehen, ist Platin. Also nur als Vorstellung, der eine oder andere hat da vielleicht eine Vorstellung. Wir brauchen, um das zu machen, was wir hier im Innenausbau machen, 20.000 bis 25.000 Euro für den Quadratmeter. Also, und dann, selbst dann fahren wir noch ein hohes Risiko. Also das ist das Äußerste, was Sie sich als Innenausbau vorstellen können. Und in dem Sinne habe ich auch Abbitte zu leisten bei dem Lürsenmann. Es ist wirklich etwas ganz anderes, als wenn Sie einen normalen Innenausbau machen. Das ist eine der schönsten Yachten, die wir gebaut haben für Bertarelli. Und mittlerweile ist dieses Unternehmen eben durch die Erfahrung mit den Yachten, wo wir also immer mehr Verantwortung übernommen hatten, auch für das Engineering, ist dieses Unternehmen immer mehr zu einem Ingenieursbetrieb geworden, der aber auch Entwicklungen zu machen hat. Und das war eine Entwicklung, die wir gemacht haben. Und die zweite Entwicklung, die wir gemacht haben, dass mit der Zeit mehr und mehr Leute zu uns kamen, die gesagt haben, Mensch, die deutschen Werkstätten, ihr habt doch früher auch Design gemacht. Also gab es schon die ersten Kunden, die uns gesagt haben, Mensch, macht uns doch das Ganze komplett. Hier ist zum Beispiel der Flagship Store für Lange und Söhne. Lange und Söhne werden der eine oder andere kennen, eine ähnliche Geschichte wie die deutschen Werkstätten. Großes, wichtiges Unternehmen vor dem Krieg in der DDR-Zeit, eigentlich runtergekommen und dann nach der DDR-Zeit von IWC gekauft und hervorragend entwickelt. Mittlerweile gehören sie zum Richemont-Konzern und es ist heute wieder die beste und bekannteste Uhrenmarke Deutschlands. Und wir haben den Flagship-Store entworfen, gebaut und hingestellt. Dann kam, ich habe Ihnen vorhin gesagt, öffentliche Ausschreibung. Dann wurden die institutionellen Kunden haben wir dann gewonnen, wie Bayer, Post etc. Also dann wurden die Konzerne, waren dann unsere Kundenkreise, aber auch die Konzerne fingen an, immer weniger zu bauen. Die Banken wurden arm und haben dann also nur noch IKEA reingestellt. Also wir hatten da keine Chancen mehr. Und dann blieb uns eigentlich nur noch übrig der nächste Kunde. Wir mussten nah an den privaten Bauherrn ran. Und heute ist neben 40-50% unseres Innenausbaus Yachten, ist 30% der private Bauherr, für den wir, Sie würden sagen, Häuser ausbauen. Wir sagen Residenzen. Und wir sind heute in der Lage, mit so wie wir uns aufgestellt haben, planerische Aufgaben zu übernehmen, Managementaufgaben, also das ganze Gebäude möglicherweise zu betreuen und dann am Ende immer den feinen Innenausbau zu machen. Das haben wir auch deshalb gemacht, das ist auch wieder eine Überlebensstrategie, weil wir in unserer Arbeit immer mehr gemerkt haben, dass wir am Ende eines Bauprozesses stehen. Das ist zum Beispiel ein Apartment in Moskau, das ist schon der nächste Schritt, den wir gemacht haben ins Ausland. Also wir haben lernen müssen, erfahren müssen, dass wir am Ende eines riesigen, langen, schwierigen Bauprozesses sind und dass alle Vorarbeiten, die in diesem Bauprozess eine Rolle gespielt haben, vom Entwurf, von der Planung bis hin zu der Ausführung von den unterschiedlichen Gewerken, meistens, Entschuldigung, wenn ich das sage, miserabel sind und wir sind am Ende dieses Prozesses und müssen die Suppe auslöffeln. Und wir kommen oft in Situationen herein, wo wir so viele Fehler am Bau entdecken, die wir dann in irgendeiner Form überspielen müssen, ausmerzen müssen oder verändern müssen, um dann unsere Arbeit zu machen.
Und das war die Vorwärtsstrategie, um aus diesem Dilemma rauszukommen, war immer mehr, wir übernehmen dann die Verantwortung für die anderen Gewerke, wir übernehmen Verantwortung für Teile der Planung und wir übernehmen möglicherweise für ein ganzes Bauprojekt die Verantwortung. Und dafür haben wir uns heute aufgestellt. Die deutschen Werkstätten haben heute Architekten, Innenarchitekten, Bauingenieure, Holzingenieure und innerhalb dieser etwa 220 Leute haben wir 70 gute Tischler, davon gibt es 20 Meister und wir haben im Bürobereich haben wir etwa 80% unserer Leute, das sind etwa 120, haben dort ein Studium und sind meistens im naturwissenschaftlichen Studium oder Ingenieurstudium. Das ist ein Beispiel, was wir in Petersburg gemacht haben. Ein Frankfurter Architekt hat uns in dieses Projekt reingebracht und wir haben dann das Projekt abgeschlossen auch. Und was Sie hier sehen, der Innenausbau ist Innenarchitektur Deutsche Werkstätten und die ganze Betreuung und das ganze Management in diesem Bau haben wir dann gemacht. Das ist eine schöne Villa in Petersburg geworden mit einem Bauherrn, der sich wirklich an allem, was wir gemacht haben, gefreut haben. Da haben wir sogar individuelle Billardtische gebaut. Es gibt also Spezialbillardtische in Russland. Die Russen brauchen natürlich größere Kugeln. Ne? Und das ist auch wieder so etwas, was wir in dem technischen Bereich können. Oma sagte eines Tages zu mir, ich möchte aber da im Garten auch so ein Gartenhaus haben, weil ich im Sommer möchte ich mit meinen Freunden feiern. So ein richtiger, ein Georgier, so 150 Kilo schwer, also der gerne feiert und ein ganz angenehmer Mensch war. Und dann sagte er, aber ich will dann in diesem Gebäude, wenn es regnet, will ich drin sein und ich will also mit meinen Gästen dann feiern und ich möchte auch kochen. Hast du eine Idee, wie wir den Tisch machen können? Und dann haben wir ihm einen Tisch jetzt gemacht. Sie sehen wunderschöne Furnierarbeiten, die dann zulaufen, in der Mitte die Sterne. Und wenn Oma kochen will, dann wird das Ding hochgefahren. Sie sehen es da oben an der Decke. Und dann hat er hier eine moderne Anlage und kann mit den besten Einheiten dort und modernsten Einheiten kochen. Das sind die Spielereien, die wir hier heute machen müssen. Das war das erste Projekt in der Schweiz, in St. Moritz, ein Chalet, das etwa 3000 Quadratmeter Fläche hat, nicht Grundstück. Allerdings die Hälfte davon ist im Boden. Ne? Und da sehen Sie mal, was in diesem Bereich von uns verlangt wird. Auch da, alles, was sichtbar ist, machen wir. Und dann werden einige Möbel dazugestellt. Das ist das Schlafzimmer, was auf dem Boden liegt. Nur damit Sie nicht neidisch werden, das trägt die eine oder andere Dame auch ein Pelz. Das ist Nerz. Und ein Schwimmbad ist natürlich nicht so ein normales Schwimmbad, wie Sie normalerweise benutzen, sondern das ist halt farblich veränderbar. Das hat nicht nur Wellen im Wasser, sondern auch Wellen an der Decke und das ist natürlich voll klimatisiert. Also es sind irre Anforderungen, die in diesen Bereichen an uns gestellt werden, das mache ich nochmal später, an uns gestellt werden, aber ich habe das im anderen Zusammenhang nochmal gesagt, ich habe meinen Frieden mit diesem Luxusmarkt gemacht, weil dieser Luxusmarkt oder die Leute, die sich diesen Luxus leisten, uns dafür bezahlen, dass wir Innovationen machen. Also sie sind die Einzigen, ich habe Ihnen ja die Geschichte erzählt von der öffentlichen Ausschreibung in die institutionellen Bauherren, jetzt bin ich bei den privaten Bauherren und jetzt bin ich bei den Milliardären, die von mir Unmögliches verlangen, die aber auch bereit sind, bis zum gewissen Grade, wenn ich mit Ihnen persönlich am Tisch sitze, auch den Preis dafür zu zahlen. Und das, was wir da machen, bringt uns weiter und das ist der Anfang der Innovation. Und gerade vom Standort Dresden heraus, es gab viele Leute in Dresden, die am Anfang, als wir anfingen, gesagt haben, macht doch wieder Möbel für uns, die deutschen Werkstätten haben doch immer für uns Möbel gemacht, jetzt macht ihr nur dieses Luxuszeug. Und irgendwann bin ich mal auf den Trichter gekommen und sage, ihr dürft euch nicht beschweren, denn ihr lebt davon, dass vor 300 Jahren ein Luxuslöwe aus Europa, nämlich August der Starke, wie ein Dofer Kunst gesammelt hat, Geschenke sich machen ließ, die in alle Welt verteilt hat, dadurch die Künstler hier an den Ort geholt hat, die Kunsthandwerker an den Ort geholt hat und deshalb kommen alle Besucher nach Dresden. Wenn August der Starke damals
Gewerbeparks gebaut hätte, würde niemand nach Dresden kommen. Und so sehe ich auch unsere Arbeit für die Luxus. Ich habe meinen Frieden damit gemacht und ich denke, das wird auch weiter so sein. Und jetzt gibt es noch eine letzte Anekdote. Okay? Eine letzte Anekdote, weil ich daran zeigen kann, wie unsere Leute heutzutage ticken. Es gibt nachher noch ein paar Fotos von unserem Gebäude. In unserem Gebäude haben wir, als wir umzogen 2006, auch eine freie Fläche gelassen. Wir haben dort auf der einen Seite Veranstaltungen, Musikveranstaltungen und Vortragsreihen. Und wir haben eine Galerie, eine Kunstgalerie, die mittlerweile auf einem hohen Niveau arbeitet. Aber wir haben auch in dieser Kunstgalerie ab und zu Ausstellungen, die nicht unbedingt etwas mit Kunst zu tun haben. Und immer mal wieder ist meine Zusammenarbeit mit den Freunden von dem Architekturmuseum dann der Grund. Und irgendwann vor 2 oder 3 Jahren gab es hier eine Ausstellung zu Katalonien, weil das Partnerland der Buchmesse war. Dann gab es hier eine Ausstellung über die Sagrada Familia und den Stand der Sagrada Familia um Gaudi. Das hat mir so gut gefallen, dass ich diese Ausstellung nach Dresden geholt hatte und wir hatten dann Elemente aus der Sagrada Familie von unserer Decke hängen. Wir hatten überall tolle Ausstellungsgegenstände und wir hatten auch Vortragsreihen und diese Truppe da von der Sagrada Familia war sowas von rührend und toll. Da gab es den engsten, also der Sohn des engsten Mitarbeiters von Gaudi, der selbst Architekt war und der heute den Weiterbau der Kathedrale verantwortet und der hat in seinem Leben nichts anderes als Gaudi gesehen und gehört. Der war, glaube ich, 85 Jahre alt, aber ein unheimlich sympathischer Mann, der so begeistert war von der Arbeit, die er gemacht hat, sein Leben lang. Und der erzählte uns im guten Deutsch und unsere Leute waren begeistert. Dann kam einer aus Melbourne, der hat also eine Software erfunden, die es denen nun möglich gemacht hat, nicht nur die Elemente von Gaudi in irgendeiner Form zusammenzubauen, sondern auf dem Computer zu entwickeln. Also wir waren mit Gaudi abgefüllt bisher, aber richtig begeistert. Und zu der Zeit haben wir zum ersten Mal den Londoner Markt bearbeitet und ein Mitarbeiter von uns hat sich dann in London einige Bauprojekte angesehen und kam dann an ein Projekt, wo ihn dann einer fragte, was macht ihr? Ach, ihr seid auch Schreiner. Ah ja, ist ja interessant. Denn mein Bauherr sucht in London und in England überall nach einer Schreinerei, die ihm seine Bibliothek bauen kann. Und dann hat er gesagt, ja gut, ja, können wir auch, aber warum gibt es das in London nicht? Nee, der hat so eine ganz spinnerte Idee, das ist so ein Fan von Gaudi. Ach so? Und dann, ja, was ist denn da die Schwierigkeit? Na, es gibt niemanden hier in London, der eben sowas machen kann. Dann ruft der an zu uns, sag mal, Gaudi. Also, was ist denn? Ja, da will einer eine Bibliothek haben von Gaudi. Kein Problem. Unsere Designer Skizzen gemacht, nach London geschickt, der hat die dann weitergegeben an den Bauherrn, der sagt, das will ich. Und das waren Skizzen, die in der Form, das ist also das Foto. Und dann fingen die an und sagten, um Gottes Willen, was soll man denn machen? Das müssen wir zuerst mal kalkulieren, wir müssen also ein Angebot machen. Angebot war damals, glaube ich, 500.000 Euro. Der, also ein großer Finanzjongleur, der dann sagt, das ist zu teuer, aber okay, 480, macht's mal. Und dann gingen die los und sagten, mein Gott, wie bauen wir denn das? Das ist ja alles organische Formen oder sowas und das muss man aus Vollholz machen. Und dann haben die sich zusammengesetzt und haben dann ausgekaspert, wie es da so weitergehen soll. Und das Erste, was sie gesagt haben, naja, also das geht nur mit einer Fünfachsmaschine. Heute haben wir eine Fünfachsmaschine, damals hatten wir keine. Aber wir haben keine Fünfachsmaschine. Ja, aber wir kennen welche, die eine Fünfachsmaschine haben. Gehen wir doch da mal hin. Dann kriegen die Elemente, können wir die auf der Fünfachsmaschine machen. Dann ging die zu dem Kerl, der die Fünfachsmaschine hatte, dann sagte der, naja, klar, kann ich das machen, aber ihr müsst das Programm schreiben. Was für ein Programm? Na, für die Fünfachsmaschine. Ja, okay, wir machen ja gerade 3D, das führen wir auf bei unserem Engineering. Nee, nicht einfach so ein 3D-Programm machen, das ist ein Spezialprogramm. Und was für ein Spezialprogramm, das müsst ihr euch suchen. Also haben die gesucht nach dem passenden Programm, was sie dann in der Automobilindustrie bei den Designern der Automobilindustrie bekommen haben. Dann haben wir das Programm gekauft, dann haben die sich eingearbeitet in das Programm, dann haben die das Engineering gemacht für das Programm in die Fünfachsmaschine gemacht und dann kamen diese Elemente so langsam bei uns ins Haus. Und das sehen Sie hier, die waren also 3,5 Meter hoch. Und das ist eben, da sage ich so ein bisschen von der Stimmung bei uns im Laden, ne?
Diese Elemente, die sowas von schweinisch schwer waren, die mussten nach London in ein Townhouse, durchs Fenster rein. Ich sage Ihnen, in jeder Firma wären die Leute zurückgekommen, hätten sich beim Betriebsrat beschwert und hätten gesagt, sowas machen wir nie mehr wieder. Die kamen wie die Helden und sagen, wir haben das Ding eingebaut. Und die ganze Firma hat gejohlt und hat sich gefreut, dass wir wieder so ein tolles Ding gemacht haben. Das ist ein klasse Laden. So, und dann hat der Bauherr natürlich gesagt, ja, jetzt hat er seine Bibliothek und sagt er, ja, jetzt brauche ich aber noch die Möbel dazu. Jetzt haben wir eben einen riesen Tisch, der ist 6 Meter lang gebaut, also Gaudi hat den gebaut, ne? Mittlerweile ist da telepathische Unterredung mit dem unterwegs. Und wir haben ihm Stühle gebaut und wir haben ihm Lampen gebaut. Das heißt, die ganze Bibliothek ist jetzt eine Gaudi-Bibliothek. Ne? Das ist der Tisch. So, und jetzt noch fast ein letztes. Das ist jetzt die neuesten deutschen Werkstätten. Also heute sind wir in der Lage, auch ganze Bauprojekte zu betreuen und für den Bauherrn dann von vorne bis hinten zu bearbeiten. In der Zusammenarbeit mit einem guten Architekten. Das ist das Haus eines Bauherrn, der uns schon kannte, weil wir viel für seine Firma gebaut haben und der uns also auch das Vertrauen geschenkt hatte, dieses ganze Projekt mit ihm zu machen. Wir haben uns dann einen guten Architekten, wie soll es anders sein, aus Frankfurt geholt, der dieses Gebäude dann geplant hat und wir haben das Gebäude in den Termin und in den Kosten fertiggestellt. So, jetzt nochmal ganz schnell, was machen wir sonst noch? Und das ist die Chance für die Zukunft auch. Man traut den deutschen Werkstätten auch zu, dass sie wieder mal Objekte machen, Produkte machen. Aber die Produkte, die wir machen, werden immer etwas sein, was heute unsere Identität ist. Und unsere Identität ist nicht Serienmöbel für die Einrichtungshäuser zu machen, sondern unsere Identität ist hochkomplizierte, handwerklich gefertigte Dinge zu machen, die eher in den Luxusbereich gehörten, weil sie in der Präzision außergewöhnlich sein müssen. Also es wird immerhin tendieren, einzigartig, wenig, und was ganz Besonderes und wahrscheinlich etwas sehr Teures. Und hier haben wir so einige Elemente mal zu zeigen. Moment mal. Achso, das ist noch kurz dazwischen geschoben. Da habe ich mich richtig gefreut. Da ist es uns doch tatsächlich gelungen, mit einem englischen Architekten die Möbel für die Tate Britain zu machen. Also richtig den Tommys zu zeigen, ihr könnt es nicht, da müsst ihr eine deutsche Firma für haben. Und dann kommen aber mittlerweile Leute zu uns wie Porsche Design, die irgendwann mit einer im wahrsten Sinne des Wortes mit einer Schnapsidee kamen, riefen mich an und sagten, sag mal, wir haben da so eine Idee, wir müssen für die größte Schnapsfirma der Welt, also eine Bar bauen und wir haben da so ein paar Skizzen mal, können wir da mal drüber reden? Und dann habe ich gesagt, wieso kommen Sie zu uns? Na, man kennt Sie doch. Wieso kennt ihr uns für Porsche Design? Naja, man kennt euch. Ja gut, wenn Sie uns kennen, dann kommen Sie vorbei. Und dann kamen die mit so einer Idee, einen Turm zu bauen. Hier ist eine Papierform, die wir dann mal gebaut haben, nachdem wir in etwa wussten, was die wollen. Also wir haben eine Maschine gebaut, die eine Flasche, die Sie in der Mitte sehen, Johnny Walker, die also 5.000 Euro kostet, die eine Flasche inszeniert, die aus diesem Turm herauskommt. Also der Turm bewegt sich ähnlich wie ein Lippenstift auf Berührung hin, öffnet sich, Beleuchtung kommt, die Flasche wird inszeniert, das Ding fährt hoch, die Kühlung ist da, das Wasser und das Eis ist da und Sie können endlich mal Ihre Freunde mit einem guten Glas Whisky bedienen. Also das haben wir gebaut, das haben wir 18 Mal gemacht, ist hervorragend gelungen, aber war natürlich auch wieder etwas ganz Besonderes für uns. Wir merken immer wieder, dass wir in unserem Kundenkreis jetzt auf Dinge stoßen, die sich wiederholen. Also unsere Kunden haben immer einen besonderen Weinkeller. Sie rauchen Zigarren, sie haben mehrere Uhren am Arm und sie brauchen deshalb diese Instrumente, die diese Luxusprodukte dann auch bewahren können. Und deshalb fangen wir an, solche Dinge zu bauen und zu entwickeln. Hier ist das ein Humidor, für den wir auch eine bessere Technik gemacht haben. Also das eine, was die deutschen Werkstätten können und in der Zukunft auch entwickelt werden, ist
Hochtechnologie in einem Luxusprodukt. Und das andere Extrem ist, ein Produkt zu schaffen, gemeinsam mit einem Künstler. Also hier haben wir zum Beispiel mit einem Künstler, der noch die wahnsinnige Kunstfertigkeit beherrscht, des Urushi-Lackierens. Urushi-Lackieren ist 3000 Jahre alt. Das ist 3000 Jahre Zivilisation der Menschheit. Das Lacksystem wurde immer mehr verfeinert. Nur ein paar Ideen, damit Sie das wissen. Der Lack, den wir dort drauf haben, ist in 36 Schichten nur 0,3 mm dick. 0,3 mm und 36 Schichten. Der Lackierer braucht etwa ein Dreivierteljahr, um das zu machen. Und wir haben mal ein Kabinettschränkchen gemacht, was es also nur fünfmal gibt, was wir zweimal verkauft haben. Einmal soll es in ein Museum und die anderen beiden Male werden wir sehen. Und hier gibt es einige, ich sage Fingerübungen, die wir mit Designern und Künstlern mal gemacht haben und die wir sicherlich auch in Zukunft wird auch kommerziell ausbauen können. Das ist mal ein Nachttischmöbel, den wir selbst entworfen haben für einen Kunden, der verrückt ist. Das ist ein Holzobjekt, das wir mit David Ajay gemacht haben, das dann in einer Galerie stand. Hier gibt es auch eben von Amanda Lee mal eine Bank, die wir gebaut haben. Also damit sehen Sie, was wir in Holz können und da sind wir nah an der Kunst. Und hier kommen jetzt auf einmal Leute an, wie Herr Piesch oder seine Leute, die ihm unbedingt einen besonderen Füller schenken wollen, aber kein Behältnis für den Füller haben. Dann kommen sie zu uns und machen wir mal das Behältnis. Hier ist ein Schnapsbrenner, der denkt, wir können ihm eine wunderbare Verpackung für die Schnapsflasche machen. Da wird auch ein bisschen dran geübt. Und hier gibt es, ja, den kennen Sie wahrscheinlich auch nicht, ich habe den auch nie gekannt. Das ist der berühmteste, wie sagt man, Cocktail, ja? Barkeeper der Welt. Also für den haben wir seine fahrbare Bar gebaut. Und da ist auch unendlich viel drin und er ist glücklich damit und kann jetzt auch andere Menschen glücklich machen. Und dann kam irgendwann mal, das war wohl so, Frau Schläfer, ne? Der Deutsche Film, dem Deutschen Filmpreis oder diesen Menschen, die diese Lola abgeben, denen ist eingefallen, dass sie das ein bisschen komisch machen oder billig machen. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir nicht ein Behältnis bauen, wo wir diese Lola dann inszenieren und die dann auch passend für die Stimmung dann auch dort abgeholt werden kann. Hier fangen wir eine Kooperation mit Burmester an, also tolle Entertainment. Hier haben wir, das ist ein Wunsch gewesen, den wir, ich weiß nicht, es gibt auch oft richtige Schnapsidee, von denen wir nicht wissen, machen wir das eigentlich oder sollen wir das machen. Ich bin immer geneigt dazu, dann auch mal so etwas auszuprobieren. Hier kam ein Zughersteller zu uns, der einen Kunden hat, der unbedingt einen Privatzug haben will. Und diesen Privatzug haben wir mal in etwa so in groben Skizzen entworfen. Das Problem ist nur, aber ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, dass der in seinem Reich eine Bahntrasse hat, die nur 24 Kilometer groß ist. Aber wenn er den Zug haben will, kriegt er ihn. Also jetzt noch ganz kurz ein Durchlauf über unsere Menschen, auf die bin ich wahnsinnig stolz, denn wir haben eine Truppe und eine Firma, die ist wirklich große Klasse. Wir haben hervorragende Leute, die sich engagieren bis zum letzten Blutstropfen. Wir haben so gut wie keine Fluktuation bei uns. Die hauen nicht ab, auch wenn es uns mal dreckig geht. Und die sind so begeistert bei ihrer Arbeit, dass wir auch nur solche Leistungen, die ich eben gezeigt habe, bringen kann mit diesen Menschen. Also wir haben ein Gebäude, 10.000 Quadratmeter, 3.500 Quadratmeter ist der Büroraum. Wir haben den offen gelassen, weil wir es wichtig halten, dass wir eng zusammenarbeiten ohne Wände, ohne Unterbrechungen. Und deshalb ist das ein sehr lebendiger Raum. Wir haben tolle Handwerker, die wir in eigener Lehrlingsausbildung ausbilden. Wir geben sehr viel aus für Weiterbildung auch bei uns und haben deshalb einen Mitarbeiterstamm, der groß ist. Und so sieht unser neues Gebäude von dem alten Gebäude auf der anderen Seite aus. Und wenn Sie uns besuchen wollen, Sie sind herzlich willkommen. Frau Schläfer macht unter anderem auch Führungen bei uns.
und das relativ häufig. Ne? Ja, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und vielleicht überlegen Sie sich doch noch, ob Sie sich eine Yacht bestellen. Wir haben noch Kapazität bis zum Jahresende. Und dann können wir ja sehen. Vielen Dank.